Hey OC News, Ihre Augen auf der Stadt, mit mir Jessica Adams. Als nächstes ein großer Tag für die Justiz. Der überführte Polizistenmörder und international operierende Gangsterboss Charles Jericho soll heute verurteilt werden. Ein bisher nicht namentlich bekannter Beamter war verantwortlich für Jerichos Festnahme und konnte Beweise für 17 Anklagepunkte von Mord über Schmuggel bis zum Drogenhandel sicherstellen. Heute ist ein guter Tag. Heute spendieren mir die Feds eine Parade durch die Stadt. Also, alles klar? Eigentlich alles außer dem Preis. Wir hatten uns auf 20 geeinigt. Du nuschelst ein bisschen, Rufus. 25. Erinner dich mal, wie sich die Berührung einer Frau anfühlt. Ich verlange 30. Du sitzt noch 30 Jahre hier. Ich verlange 30 Millionen. Das ist keine schwere Wahl. Gut. Ubisoft Present. Game by Ubisoft Reflections. Driver. San Francisco. Und damit herzlich willkommen zu einem ganz neuen Let's Play auf meinem Channel. Noch ein Singleplayer-Kampagne, die ich hier anfange. Ich hatte gerade einfach Lust, mal wieder ein Rennspiel zu spielen und da habe ich einfach mal wieder das Driver San Francisco ausgepackt. Ein wirklich sehr geiles Spiel. Die Grafik, habt ihr gesehen, ist eigentlich mega geil, vor allem von den Menschen. Jericho sah so aus wie echt. Und jetzt wollen wir uns erstmal noch weiter das Intro anschauen. Das sind wir in unserem geilen Challenger GT. Eine Mordskarre. Okay, Mr. Unbekannter Beamter, du hast deinen Namen im Radio gehört. Glückwunsch. Dann können wir Feierabend machen, hm? Komm schon, John, was sagst du? Jericho hat mir in den Rücken geschossen und viele gute Männer begraben. Ich muss das zu Ende bringen. Du musst das einfach vergessen, Mann. Du hast es selbst gehört, Jericho wird heute verurteilt. Wegen dir. Sei stolz drauf. Halt doch noch Ärger. Na klar, erstmal natürlich an Kali. Kapsel im Mund. Ja, warum auch nicht, ne? Nette Polizei. Und da fahren wir auch schon los. Tja, ich versuche mal zu fahren. Ich stehe da mal Maustasten. Und wo geht's hin? Die Überführung an der 13. Ja. So gut wie jeder andere Ort. Du weißt, dass du ein neues Hobby brauchst, wenn er weggesperrt ist, oder? Fahren wir ihn mal los. Baseball, Briefmarken sammeln. Jones, Klappe. Ich meine, wann warst du das letzte Mal im Kino? Oder hast ein Mädchen ins Kino eingeladen? Im Ernst, Jones. Ich weiß deine Bemühungen zu schätzen. Aber nicht jetzt, okay? Gut, Partner, spiel nur den einsamen Cowboy. Aber wenn Jericho endlich weggesperrt ist, dann lassen wir es uns gut gehen. In Ordnung. Aber naja, ich würde jedenfalls keine Verabredung mit nach Hause nehmen. Echt, in der Bude sieht's aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Mann, mach mal Pause. Also wie ihr seht, die Grafik ist gar nicht mal so schlecht. Wie dieses Spiel ist schon ein bisschen älter, ich glaube 2 Jahre alt oder so. Die Grafik ist dafür relativ geil, muss man sagen. Wir spielen hier die PC-Version, ist ja klar. Aber man muss sagen, das Spiel ist jetzt nicht so groß rausgekommen. Nach 2 Wochen hat das Spiel nur noch 10 Euro gekostet. Aber ich finde es eigentlich trotzdem ganz nice. Wenn es so weitergeht, ist Jericho auf Bewährung raus, bevor wir zur Überführung kommen. Ja, darf ich erstmal was erzählen? Boah, ich glaube, hier ist auch ein bisschen zu laut. Ich mach mal, die Musik habe ich extra runtergemacht, wegen der GEMA und so. Machen wir das hier auch mal auf 50. Ja, 50. Blablabla. So, und den Motor. Auch auf 50. So, dann sollte das auch alles easy sein. Und dann wollen wir mal gucken, wer die Driver-Teile kennt. Der Erzfeind ist immer noch Jericho. Es hat sich nichts geändert.
Ich glaube, wir heißen immer noch Connor. Ja, Connor hießen wir. So ganz genau weiß ich es gar nicht mehr. Wow! Vorsicht, John! John. Ich glaube, John Connor. Kann das sein? Ich habe das schon ewig nicht mehr gespielt. Das letzte, was ich gespielt habe, war 3. Das auch noch nicht mal komplett durch. Wieso fahren wir jetzt alleine? Oh, wegen der Ladeschnecke. Okay, ich hab dich ausgehalten. Jupp, hast du. Weißt du was, Partner, vielleicht hast du recht. Wir gehen nun live zum KEOC Auge auf der Stadt Helikopter, während der Konvoi die Stadt verlässt. Die Polizei hat die Strecke zwischen Gefängnis und Gericht großräumig abgesperrt. An alle Pendler, hier gibt's alle 5 Minuten halt ein Verkehrsupdate. Halt uns schön da, wo wir sind. Gehen wir was trinken. Haha, ich zahl die erste Runde. Oh mein Gott, das sieht doch nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Verdammter Mist! Boah. Elender Scheißkerl! Ich sagte doch, das sieht ganz nach Ärger aus. Wir leisten Unterstützung für Beamte unter Beschuss aus einem Nachrichtenhelikopter. Darf ich jetzt wieder fahren? Bitte? Wagen 3-0, bitte kommen. Wir müssen hier sofort verschwinden. Schnell, los jetzt, Tempo! Boah, seht ihr das, Alter? Wie geil die auch von Namen aussehen. Das war jetzt nur in den Filmpassagen, aber trotzdem sehr geil gemacht. Und wir sind mal wieder hinter Jericho her, wie in jedem Driver-Teil. Aber was soll er machen? Jage Jericho, natürlich jage ich ihn. Ich fass es nicht! Wir Wagen 4030 fahren ostwärts auf Fremont und verfolgen Jericho. Wir brauchen sofort Verstärkung. Ich hätte auf dich hören sollen. Verdammt, ich blöder Idiot. Wer von uns beiden der größere Idiot ist, klären wir, wenn wir den Bastard haben. Komm her, ich kriege dich. Bleib stehen. Ist so schnell. Nein. Wow. Ich spiele auch ganz klassisch mit der Tastatur. Der Wagen schlittert wie Hulle. Na, er senkt einfach alles weg, was in den Weg kommt. Wow, da habe ich noch getroffen. Verdammt! Aber ich glaube, das hat er nicht mal gemerkt, dass ich ihn getroffen habe. Mit seiner Monsterkarre ist er einfach unantastbar. Die Leute kann man leider nicht überfahren, weil halt ihn im Auge, Tanner. Ich spiele auf der Seite. Ich will GTA, ich will Leute überfahren. Mensch. Naja, ist halt nur Driver San Francisco. Und wie schon angekündigt, GTA 5 wird kommen. Aber das tut ja gerade nichts zur Sache. Er ist in die Gasse gefahren. Gesehen. Er ist in die Gasse gefahren. Hier ist doch gar keiner. Wieso bleibst du stehen? Wo ist der hin? Oh, er ist hinter uns. Wie kommt der hinter uns? In der Gasse war doch gar keiner mehr. Im Innenhof. Sehr merkwürdig. Zentrale hier, Wagen 4030. Wir brauchen sofort Verstärkung. Festhalten. Wow, jetzt spielen wir in der Ego-Perspektive. Das ist natürlich sehr geil. Wow, Alter, Alter. Okay, das war jetzt nicht allzu schwer. Einfach nur geradeaus fahren. Oh.
Oh, oh mein Gott. Hä? In dem Wagen, der uns noch folgt, da ist doch gerade eine Frau drin, oder nicht? Hammer, Flimmern! Wo ist der Defibrillator? Aua, aua, das John, Piepen ist mies. Tu mir das bloß nicht aua. An! 250 Volt! Komm schon, John! Komm zurück zu uns! Weg! Und ich glaube, wir sehen nicht mehr so ganz gesund aus. Tanner! 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 Verdammt! Ja, endlich ist es vorbei. Mann, keine Ahnung, wie wir das überlebt haben. Ich weiß, wo er hin ist. Was? Hey, komm, Mann, du gehörst ans Krankenhaus. Jericho hat einen Vorsprung. Aufwachen? Bist du okay, Mann? Ja, klar. Los geht's. Also ganz okay sehen wir aber nicht aus. Wir sollten vielleicht doch mal zum Arzt gehen. Wir waren doch... Mach langsam ab. Sieht nicht gut und aus. Wiederbelebt. Ich sage doch, ich bin in Ordnung. Wir müssen jetzt weiter. Tanner, wir haben ihn verloren, Mann. Wo bringst du uns hin? Ich weiß, wo er hin ist. Dann die komische Sicht mit unserem Auge da drüber. Alles sehr creepy. Wollen wir doch mal gucken, wo der ist. An alle Einheiten bei Fillmore. Schwerer Verkehrsunfall. Wir brauchen dringend eine Ambulanzeskorte. Bitte komm. Hey, wir ignorieren das. Ja, ich ignoriere das auch mal. Ich folge lieber Jericho. Ich glaube, der hat nämlich wieder ein bisschen Scheiße vor. Mist, Ricky. Der Kerl verliert eine Menge Blut. Bist du das? Was denn? Mal ehrlich, Mann, bist du okay? Alles klar. Ey, wer verliert eine Menge Blut? Hä? Lärmter Verkehr, komm schon nach hinten. Fahr schneller, Ray. Ich fahr schon so schnell, ich kann, Ricky. Jones? Mann, das sieht scheiße aus. Ja, danke. Ja, danke. Aber... naja. Die Minikarte kann wirklich top. Vergrößern. Aha, alles klar. Also müssen jetzt hier links. Alter, ich nehme auch wirklich alles mit, was man mitnehmen kann. Ganz vorsichtig, wir wollen ja natürlich keine Nummer fahren. Dodge Challenger, bitte. Und da steht er, der liebe Jericho. Jedenfalls der Wagen. Ob er noch drin ist, das weiß ich nicht. Netter Rahmen und fliegendes Papier. Merkwürdig. Wow! Oh, verdammt! Was für ein Feuerball! Er ist weg, Mann! Wie hat er das denn gemacht? Wir müssen... Aua, Alter! Oh. Scheiß Piepen, ey. Hey, alles okay bei dir? Vorsicht! Unserem Patienten geht's nicht gut! Oh. Verdammt, Ray! Was zum Henker machst du denn? Warum hältst du hier an? Wo zum Teufel? Ich bin in dem Krankenwagen? Kein Scheiß, Blitzbirne! Wir haben ein Schädeltrauma hinten drin und die Notaufnahme ist da lang. Augen auf die Stadt, Ray. Komm schon, los geht's. Ich bin Ray? Ich bin Ray? Mach hin, Ray. Das Gaspedal ist da unten rechts. Ray. Ja, okay. Alles klar. Ich hab's jetzt. Partner, wohin geht's? Also, wie ihr seht, ist ja alles ein bisschen creepy. Also, ich hab das Spiel schon natürlich schon mal durchgespielt. 2-3 Mal. Aber ich tue natürlich so, als würde ich nichts kennen. Also toll, also was ist hier gerade passiert? Das ist sehr krass. Was passiert mit mir? Du bist ein total überarbeiteter Sanitäter und man nennt das Stress. Noch mehr dumme Fragen? Ja, wie komme ich denn nur hierher? Tu einfach, was du die letzten 8 Jahre getan hast und danach erkläre ich dir das mit den Bienen und den Blumen nochmal. St. Giles wäre wohl das Beste. Wo lang? Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ja, ich meine, nein, St. Giles, ja, alles klar. Immer wieder ein Komiker. Bring du unseren Patienten lebend ins Krankenhaus, dann können wir darüber reden, wie lustig du bist. Jetzt fahr! Ah, komm mal runter. Fahren kann ich. Alter, nur noch ein paar Blöcke. Ja, ja. So bist du echt noch nie gefahren. Ja, kannst du mal sehen. Das kann nicht echt sein. Hey, hey,
Hör mal zu, Ray. Ich weiß, dass wir in letzter Zeit viele Überstunden gemacht haben, aber jetzt musst du dich konzentrieren, bis der Typ in Sicherheit ist. Oh, mein Puls. Oh, da ist ein Puls. Wow, Achtung, Ray! Oh, Puls. 20, 28. Er bleibt bei 28. 27, oh nein, doch nicht. Er bleibt doch nicht bei 28. Oh, ich bin da. Auf die letzte Sekunde. Ray, außer in der Kantinenschlange hast du dich noch nie so schnell bewegt. Du warst ja wie besessen. Oh Gott, was passiert hier? Mach es nochmal? Mach es nochmal. Ich meine, hab ich das gemacht, oder? Hey, das ist mein Auto. Jones! Ist alles ein bisschen unverständlich, vielleicht deswegen... Von denen am ehesten die Werkstatt, die so 3 Blocks von hier entfernt ist. Weißt du noch welche? Wenn sich Jericho irgendwo zeigt, dann... Jones? Was? Ich bin zurück. Was? Zurück von wo? Ach, vergiss es mir. Mir geht's gut, echt. Sicher? Das war ein ordentlicher Bums da hinten. Vielleicht sollten wir dich mal untersuchen lassen. Nein. Und was du gerade sagtest, mit der Werkstatt... Du hattest recht. Das ist sicher die beste Spur, die wir haben. Es ist die einzige Spur, die wir haben. Hast du schon mal die Werbetafel gesehen, Jones? Gegenüber vom Krankenhaus? Da steht, tu es nochmal drauf. Da stand, mach es nochmal. Echt? Komisch. Ist mir noch nie aufgefallen. Wen kümmert das? Hey, was ist los mit dir? Sicher, das war echt knapp da hinten. Aber wir müssen ja auch einen mordenden Dreckskerl verhaften. Naja, darf ich jetzt wieder reden? Also vielleicht... Jones... Hattest du je eine außerkörperliche Erfahrung? Hast du schon wieder verschimmelte Waffeln gegessen? Mach doch mal endlich deinen Kühlschrank sauber. Hey, wir waren uns doch einig, dass wir nie wieder über meinen Kühlschrank sprechen, oder? Sag mal, kannst du wieder glasige Augen bekommen und still sein? Okay, vergiss es einfach. Also, die Werbung ist jetzt anders und ich glaube, weil die Story ein bisschen unübersichtlich ist, also ein bisschen creepy, deswegen hat das Spiel nicht so ganz gezündet bei dem... Manchen. Ich will nicht sagen bei den meisten. Bei mir, ich finde es trotzdem ganz okay. Es macht Spaß. Ich finde es halt auch nicht super Render. Ist natürlich auf jeden Fall machbar. Also man kann es mal zeigen. Das will ich damit sagen. Und dann wollen wir jetzt erstmal zur Werkstatt unser Auto ausschlachten. Unser Auto ausschlachten oder welches Auto ausschlachten? Ich weiß es gar nicht. Warte, ich gucke mir nochmal Ziel an. Fahr zum Ausschlachter. Ja, wow. Okay. Fahren wir geradeaus durch? Ja, komm, no wasting of fun. Auf Fußwegen fahren ist ja erlaubt. Schließlich Polizist. Die arbeiten eh nicht. Bis Sonntag. Wow. Oh mein Gott. Okay, da vorne ist die Werkstatt. Wir können gegenüber anhalten. Oh, verdammt, ich wollte rückwärts einparken. Ganz lässig. Hm, hat nicht so ganz geklappt, schade. Boah, was für ein geiles Auto, ey. Hast du das Schild gesehen? Tu es, Tanner? Mann, die Werbetafel hängt da schon seit Jahren. Das ist echt total verrückt. Okay, ich versuche es nochmal. Was denn? Glaub mir, ich weiß es selber nicht genau. Aber jetzt geht's los. Puh. Okay, ich fliege. Wie mache ich das? Wow, das fühlt sich nicht gut an. Ich kann nicht atmen. Muss hier raus. Mann, das ist echt zu viel. John, los, bekomm das in den Griff. Ich kann das. Ich weiß es. Okay. Ich bin nicht tot. Also. Und ich bin nicht... Ich. Jetzt. Mach ich's nochmal? Also, das ist alles ein bisschen creepy. Ihr seht, und die Raben haben immer was damit zu tun. Es ist einfach. Und dieser Vorgang nennt sich Shiften, das aus dem Auto springen und dann ein anderes Auto wieder reinspringen. Vom Seil zu fallen. Weil man es halt auf der linken Shift-Taste tut. Finde ich nicht wirklich originell, aber I.O. Oh Gott, das kann nicht wahr sein. Oh, jetzt fahr ich Bus. Seht ihr, das ist relativ nice. Ganz cool bleiben. Weil die haben das rausgenommen mit dem Aussteigen. Einfach ein anderes Auto machen. Alles klar. Alles okay. Vielleicht sollte ich das mit einem Beifahrer probieren. Mit jemandem reden. In 2, 3, 4 konnte man nämlich aussteigen und sich ein Auto suchen. Hier haben sie das wieder rausgenommen. Jetzt kann man... Gut. Schiff. Dann begreife ich das hier. Auf die Art habe ich noch nie ein Taxi angehalten. Boom. Ja. Bitte leiser, Freundchen. Fahren Sie einfach Taxi. Hm?
Ach ja, richtig. Hi, ich bin der Fahrer. Hören Sie mit dem Geplapper auf und fahren Sie! Für Sie bin ich immer noch der Typ, der ich immer war. Also, der er immer war. Oder so. Na egal. Natürlich, aber trotzdem geil gemacht, die Innenansicht. Ich werde noch vielleicht noch ein bisschen öfter da drin fahren. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was ich machen soll. Was war die Mission? Muss ich jetzt wieder shiften oder was? Dann shiften wir nochmal. Guck mal, wir sehen auch immer rechts, was das für ein Auto ist, wie gut das ist. Das finde ich relativ nice gemacht. Ich gehe heute nicht zur Geigenstunde. Das ist in Ordnung. Ich hatte sowieso vor, heute woanders hinzufahren. Hallo? Ich wollte da gar nicht rein. Oh Mann, also das ist schon eher mein Stil. Aber I.O., dann fahren wir da mal mit, liebes Spiel. Das ist ein Auto, das sagt, ich bin angekommen. Und zwar viel schneller als du. Aber es hat so viel Leistung. Wann würde ich jemals so schnell fahren? Guter Mann, die Frage lautet nicht, wann fahre ich mal so schnell, sondern... Hey, Ladies, wer will mitfahren? Was für ein geiler Autoverkäufer. Ich glaube, der will uns hier das überteuerte Auto andrehen. Na, wollen wir ihm mal zeigen, was wir davon halten. Oh, ja, ein alter Mann. Das ist wirklich mal ein Auto. Viel zu viel Power für ein Greenhorn, oder? Damit könnte ich wirklich Ärger bekommen. Ja, Sir, das könnten Sie sicher. Ich tritt dann einfach mal drauf. Mach mal Innenansicht. Nur zu, nur zu. Das ist wirklich auch sehr geil gemacht. Oh, das könnte eine Beule geben. Oh, mein Gott. Ach, alles easy. Alles easy. Überhöhlmanöver. Ich glaube, wir sollen hier erstmal Autos überholen. Wie machen wir das denn? Naja, so. Alles klar. Ist ja relativ easy. Bam. Ich glaube nicht, dass unsere Versicherung das abdeckt. Meine schon. Die deckt alles ab. Darf ich jetzt annehmen, dass Sie eine Anzahlung auf das Auto machen? Noch nicht. Ich überleg's mir noch. Siehste, sag ich doch. Ich bin noch nicht überzeugt. Was ist mit der Kurvenlage? Das Auto fährt wie auf Schienen. Wie auf Schienen, ha? Da kenne ich doch ein gutes Plätzchen. Oh, da fahre ich immer ein bisschen zigzag. Boah, das Auto ist wirklich geil. Ford GT. Nettes Auto. Alter, die Geräusche, die vorbeirauschenden Autos, sind doch ziemlich geil gemacht. Wow! Boah, Alter, wie schwer schlagen wir? 329? Krass! Kann man sicher rauspolieren. Boah, das macht bitte doch, mehr Vorsicht! Das macht auf jeden Fall sehr Spaß. Halten Sie bitte an, ja? Bitte! Also, ich liebe ja auch Rennspiele, kann man ja sagen. Meine Genres sind ja eigentlich Adventure, Rollenspiele, natürlich Shooter. Und Rennspiele mag ich ja auch auf jeden Fall. Sehen wir, das springt innerhalb des Bereiches. Alles klar. Vielleicht eine kleine Spazierfahrt. Nur kurz um den Block. Man kann wieder raus. Oh, cool. Geiler Sprung. Alter, wir gut, fahren wir zurück ins Büro, um die... Also wir fahren ja hier in San Francisco, sieht man ja. Wurde ja auch nicht schon irgendwie tausendmal gezahlt. Bringen wir sie nach Hause. Ach, danke, vielen Dank. Aber auf dem Weg haben wir noch ein bisschen die Spaß. Straße in San Francisco, wer schon mal da gewesen war, ich weiß selber noch nicht, aber ich weiß nur von Hören sagen, die sind ja alle so ein bisschen steil. Und dann fahren da ja diese Straßenbahn, die von Seilen gezogen werden. Ich weiß nicht mehr, wie heißt die genau. Und da wollen wir hier runterfahren. Alter, wieso... müssen wir gegen eine Uhr fahren. Das ist nicht nett. Aua. Ich glaube, ich habe einen Herzinfarkt. Das ist gut, das ist sehr gut. Aber nicht in meinem Auto, also nicht in meinem zukünftigen Auto. Ich mache nämlich die Sauerei nicht wieder weg. Hey, warum will ich mir fährt wirklich wieder aufschieben? Naja. Junge, das macht Spaß. Das Auto ist nein, schnell und teuer. Käufer ist ein Sack. Ich versuche immer auf Schiff Nitro zu benutzen. Funktioniert nicht so ganz. Muss ich noch mal ein bisschen wieder die Steuerung gewöhnen. Boah, Bus, boah, lalala. Sir, dieses Auto ist wirklich sehr kostspielig. Ja. Wuhu! Laterne! Laterne. Was ich aus der Wies war, in Driver 3 konnte man keine Laterne fahren. Das fand ich ziemlich krass. Man ist dagegen gefahren, die gegen eine Wand.
Und das konnte ich überhaupt nicht, weil man ist ja eigentlich gewöhnt, eine Laterne umzufahren in einem Spiel. Also jetzt nicht in Real Life, sondern in einem Spiel. Das konnte man da einfach nicht. Man konnte dagegen brettern mit tausend Sachen. Hey, die Laterne glauben Sie, dass er schwimmt? Sir, ich habe ein Dutzend Angestellte und zwei Ex-Frauen. Allein schon die Alimente sind... Sie verderben mir total den Spaß. Also wie es dann weitergeht mit uns, mit unserer komischen Krankheit, mit unserer komischen Schiffsfähigkeit. Verrückt, aber klasse. Moment, wo zum Teufel ist mein Auto? Wo zum Teufel ist mein Körper? Ich muss versuchen, Jones zu finden. Also, und Jones finden wir in der nächsten Folge. Bin ich Jones gewesen? Keine Ahnung, nee, Connor. Ich weiß es gar nicht. Nee, Connor war doch Assassin's Creed. Oh mein Gott, ich weiß die Namen gar nicht mehr. Ich muss da nochmal reinschauen. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Driver San Francisco. Ich hoffe, euch gefällt das dieses Spiel auch. Rennspiel, habe ich mir gedacht, kann man ja einfach mal machen. Also wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin verabschiede ich mich und shifte nochmal schnell in ein Auto. Ciao, ciao.